Herzlich willkommen zu dieser Lektion. Und jetzt sind wir in der sechsten Woche. Und jetzt geht es um wirklich zu sich kommen, in seine Kraft erwachen. Ja, es geht darum, jetzt in deine Kraft wirklich zu erwachen, zu dir zu kommen, in deine wirkliche Kraft. Damit du wirklich dein Bewusstsein lebst, das, was du wirklich bist. Und die Frage ist jetzt, überprüfe jetzt für dich, ob du wirklich bereit bist, in deine Kraft zu kommen, wirklich zu dir zu erwachen. Denn Erleuchtung ist erst der Anfang. Erleuchtung ist erst der Anfang. Erkenne das für dich an. Es ist der erste Schritt jetzt. Bis jetzt hast du geschlafen, du warst nicht verbunden, du hast geglaubt, dass du ein Mensch bist, dass du ja dieser Körper bist, du hast dich identifiziert mit dem Körper und jetzt so langsam erkennst, aha, nein, das ist alles, ich bin gehirngewaschen worden sozusagen, ich bin falsch programmiert und durch diese falschen Programme, was ich mal in mein Unterbewusstsein habe, ja, erkenne ich nicht die Wahrheit und lebe ein Leben, der gar nicht meins ist. Deswegen lebe ich ja nicht mein Traumleben, meine absolute Freiheit. Und jetzt geht es, dass du zu dir kommst. Erlaube es dir jetzt und spüre jetzt, wie du zu dir erwachst. Wie du in deine Kraft wirklich kommst. Und spüre jetzt, wie sich die Kraft in dir jetzt entfacht. Hab einfach diese Absicht, dass jetzt wirklich der, der du wirklich bist, sich vollkommen in deinen Körper jetzt entfacht. Hab diese Absicht jetzt, dass du vollkommen in deine Kraft kommst. Und mach es dir bewusst, von wo lebst du? Wo ist deine Mitte? Wo ist dein Mittelpunkt? Bist du im Kopf oder bist du im Herzen oder im Bauch? Einfach nur wahrnehmen. Nur wahrnehmen, was ist. Der du wirklich bist. Einfach reinspüren, wo ist dein Mittelpunkt, von wo lebst du? Wo ist deine Kraft? Von wo lebst du? Und mach es dir bewusst jetzt, wie groß das ist. Das, was du wirklich bist. Mach es dir bewusst, hast du deinen Körper schon in Besitz genommen? Oder bist du so groß wie ein Tischtennisball oder wie ein Tennisball oder wie ein Fußball? Einfach nur wahrnehmen, was ist. Du hast deine Absicht einfach jetzt zu spüren. Und wie gesagt, am besten mach die Augen zu, damit du dich wirklich konzentrierst und reinspürst in dir. Wo befindest du dich gerade? Und wie groß bist du eigentlich? Der, der du wirklich bist, das heißt diese Energie, dieses bewusste Sein sozusagen. Diese eine Kraft des Universums. Wo befindest du dich? Wo ist deine Mitte? Und wie groß das ist? Und hab jetzt den Absicht. Wie gesagt, du kannst jederzeit das Video stoppen, dass du dich wirklich fokussierst auf dich. Dass du wirklich das jetzt vollziehst, genau das, was wir sagen, dass du ab jetzt genau das so lebst. Dass du jetzt vollkommen deine Kraft erwachst und kommst und lebst.
Das heißt, habt in Absicht jetzt, dass du, der du wirklich bist, jetzt sich in Körper verbreitet. Das heißt, dass du deinen Körper in Besitz nimmst. Habt in Absicht, so wie ein Luftballon kannst du dir vorstellen, dass du, der du wirklich bist, dieser bewusste Sein, diese Präsenz, diese ewige Präsenz, dieses bewusste Sein, sich jetzt in den Körper, diese eine Kraft des Universums, was du eigentlich bist, sich jetzt in den Körper verbreitet. Dass du wirklich deinen Körper in Besitz nimmst. Weil es geht darum, dass du deinen Körper in Besitz nimmst, dass du wieder zu in der Kraft kommst, das ist ja damit gemeint. Und deswegen ist es wichtig zu überprüfen, ob du wirklich deinen Körper schon in Besitz genommen hast oder ob du so groß bist, zum Beispiel so wie ein Tischtennisball, wie ein Tennisball, einfach nur wahrnehmen. Nimm wahr, wie es bei dir ist. Weil bei den meisten Leuten ist es einfach so, sie sind immer so klein in den Körper. Sie sind nicht wirklich präsent da. Sie leuchten nicht, sozusagen. Ne? Sie sehen nicht das Licht, die den ganzen Körper in Besitz genommen, sondern nur ein Teil, ein bisschen. Sie verstecken den Körper sozusagen. Und jetzt geht es darum, wirklich in deine Kraft zu kommen und so dich in Besitz zu nehmen. Und spüre. Und jetzt, so wie ein Luftballon, wird immer größer und größer und größer. Lebe immer größer und größer und größer. Und spüre so. Spüre dich in den Füßen, in den Zehen. Vielleicht wie noch nie zuvor in deinem Leben. Den Absicht ist, dich voll zu spüren in den Zehen. Und so gehst du von Körperteil zu Körperteil, dass du wirklich deinen ganzen Körper in Besitz nimmst. Dass du wirklich dich überall spürst, in den Zehen, in den Knien, in den Oberschenkel. Und mach es das am Anfang ist nicht unter halbe Stunde. Genau, dass du lernst jetzt wirklich du Bewusstsein, du Energie, dass du jetzt deinen Körper, deinen menschlichen Körper, das auch eine Energie ist, in Besitz zu nehmen. Das heißt, du Bewusstsein nimmst du dich jetzt und spürst du dich voll in den Körper, dass du spürst so eine Kraft jetzt und du entfaltest dich und wirst jede Zelle deines Körpers nimmst du jetzt in Besitz und spüre dann die Grenzen. Spüre die Grenzen des Körpers einfach und nimm dich jetzt überall in Besitz. Wie gesagt, das kannst du für dich üben und jeden Tag, ab jetzt übst du das mindestens eine halbe Stunde. Das heißt, du wirklich, dass du so spürst, deine Zehen, deine Arme und egal was, deine Organe. Einfach das musst du lernen. Deswegen sage ich am Anfang so eine halbe Stunde, dass du wirklich lernst, jetzt deinen Körper kennenzulernen. Von innen. Und sage ich ja, und wir machen das alles Schritt für Schritt. Aber jetzt nimmst du Zeit. Wie gesagt, stoppe das Video, mach es auf Pause und lerne dich zu spüren überall, dass du vollkommen so, dass du voll diese Kraft spürst, voll diese, ja, diese Stärke, diese wow, dass du dich voll spürst, du Bewusstsein, dass du deinen Körper voll in Besitz nimmst. Hab den Absicht, ab jetzt, ab heute genauso zu leben, in diese Kraft, in diese Liebe, in diese Power. Weil du bist ja Energie, dass du wirklich jetzt überall Energie gibst, in jede Zelle deines Körpers. Und das kannst du ja steigen, sage ich ja, das hängt ja von dir ab. Das muss man dann üben, das ist alles Übungssache. Das ist kein Meister von Himmel gefallen. Aber jetzt mach genau das.
was du jetzt lernst, bis du es wirklich vollziehst, bis du es dann schaffst, dass innerhalb von 1-2 Minuten spürst diese Kraft, wo überall in den Körper, wo sich jetzt ausdehnt, diese Bewusstsein, was du bist, sich voll ausdehnt, wenn es nicht ausgedehnt ist. Dann musst du immer überprüfen, ob sich wieder zurückgezogen hat. Einfach die Wahrheit spüren bei dir. Deine Wahrnehmung. Und so geht es darum, in der Kraft so zu sein. Und in der Kraft zu sein bedeutet, dass du ab heute, ab jetzt lernst, heute zu leben. Denn es gibt nur das Heute. Mach es dir jetzt bewusst und schreib dir das auf. Schreib dir das auf. Ich lebe nur heute. Ich lebe nur im Jetzt. Denn es gibt nur das Jetzt. Denn morgen, ich kann dir garantieren, wirst du nie erleben. Du erlebst nur das Jetzt. Denn morgen wird wieder jetzt sein. Es gibt nur das Jetzt. Es gibt keine Wochentage. Das ist schon wieder diese Gehirnwäsche, was ich ja meine. Dass es Montag gibt, Dienstag oder sowas. Sowas gibt es nicht. Aber irgendein Spiel haben wir erschaffen, damit wir erkennen, damit wir spielen können, da können wir sagen, es gibt Wochentage, es gibt Sonntag oder es gibt 17 Uhr oder 19 Uhr. Irgendein Spiel wollen wir spielen. Die Frage ist, welches Spiel willst du spielen? Mach es dir bewusst. Sei es dir wert. Und ab heute zelebriere genau das, was du lernst, heute wirklich zu leben. Deswegen in den Tagebuch dann schreiben, habe ich heute wirklich gelebt. Dass du am Abend sagst oder in der Nacht, wow, heute war ein geiler Tag. Weil wenn es nicht ein geiler Tag war, warst du nicht wieder in der Kraft. Dann hast du deine Übung nicht gemacht. Zum Beispiel hast du nicht zum Beispiel diese Übung, was wir jetzt, was wir heute gelernt haben, dass du dich voll in der Kraft dich betätigen hast. Und dich spürst überall diese Energie, diese eine Kraft des Universums. Hab tief in dir diese Absicht. Genau im Jetzt zu leben. Denn es gibt nur das Jetzt, nur diesen Moment. Und du bist dieser Moment. Mach es dir bewusst. Du bist dieser Moment. Du lebst im Jetzt. Denn und das Jetzt ist ewig. Es gibt nur das Jetzt. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es ist alles Illusion. Lebe also jetzt. Lebe heute. Heute ist dein Hochtag. Heute ist dein Feiertag. Weil die Leute fragen mich immer wieder, ja, wie feierst du Weihnachten oder Silvester oder Ostern? Sag ich, ja, bei mir ist jeden Tag Silvester. Ich entscheide, dass heute Silvester ist. Und entscheide dich zum Beispiel, dass du jeden Tag Geburtstag hast. Entscheide das und mach es bewusst und feiere dich jeden Tag. Es ist deine Entscheidung. Erkenne das an. Du entscheidest. Das ist wahre Macht. Das ist wahre Kraft. Entscheide dich für dich selbst. Entscheide dich für dein Leben, dass du das lebst. Entscheide dich. Denn wenn du es nicht machst, dann wird es keiner für dich machen. Entscheide dich heute zu leben. Und lass heute dein Hochtag sein, dein Feiertag. Heute ist dein Feiertag. Und natürlich morgen, das ist wieder heute, ist wieder dein Feiertag. Deine Hochzeit sozusagen. Lebe ständig in dieser hohen Zeit. Erlaube es dir. Das ist deine Entscheidung. Und es ist auch deine Entscheidung, wie du dich fühlst jeden Tag oder jede Sekunde. Ist deine Entscheidung. Du kannst dich ständig glücklich fühlen. Denn haben wir das festgestellt, dass glücklich sein dein Fundament ist. Glücklich kann man einfach nur sein, ne? Weil wenn du erkennst, wer du bist, wie kannst du nicht glücklich sein, weil du weißt, du bist ja das Universum, du bist dieses Bewusstsein, du bist ein göttliches Wesen. Wie kannst du da nicht glücklich sein? Das geht ja gar nicht. Und diese Spiele, diese Dualitätsspiele, geht es nur, wenn du jetzt dich trennst von dir, wenn du nicht im Jetzt lebst, wenn du wieder in der Vergangenheit bist und im Denken bist. Deswegen ist Denken Mangel der Intelligenz, Mangel der Bewusstsein. Weil
Wenn du denkst, da bist du nicht im Jetzt, sondern bist du da, wo du denkst, entweder in Vergangenheit oder in Zukunft oder was weiß ich wo. Also fang an, die Weisheit zu leben, deine Weisheit. Wie gesagt, und das ist ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen, deswegen haben wir einen 8-Wochen-Kurs und dieser 8-Wochen-Kurs dauert so lange, bis du das wirklich kapiert hast, bis du das wirklich verinnerlicht hast, bis du das wirklich lebst, dann bist du wirklich frei, denn die Wahrheit wird dich frei machen. Lebe also deine Weisheit, denn es gibt nur das heute, erkenne das an, erkenne tief in dir die Wahrheit. Es gibt nur das heute und du wirst nur heute erleben. Und heute zu leben, ist wirklich die Kunst, dass jeder Mensch lernen soll. Und schreib dir das bitte alles auf, wie gesagt, schreib das auf, schreiben, immer schreiben. Damit du es wirklich auch lebst. Und wenn ich sage heute, dann gibt es nur heute, dann lebe nur heute. Dass du heute sagst, wow, geil. Heute, ja, habe ich wirklich gelebt. Es war ein geiler Tag. Und nutze also die Kraft der Gegenwart. Denn nur heute, nur jetzt kannst du wirklich was verändern. Nur jetzt kannst du wirklich alles für deine Zukunft. Sozusagen. Die Illusion der Zukunft. Erkenne die Kraft der Gegenwart. Und mach dir bewusst jetzt, bewusst Gedanken immer, was wir da hier sagen. Denn du machst es ja nur für dich. Für deine absolute Freiheit. Und das ist unser größter Wunsch, dass jeder Wesen hier auf der Erde, wenn er will, diese Freiheit lebt. Diese Kraft kommt, seine Liebe lebt und heute wirklich zelebriert. Heute ist dein Geburtstag. Jeden Tag ist dein Geburtstag. Du entscheidest. Du entscheidest. Mach es dir bewusst und entscheide weise. Denn du machst es nur für dich. Also, hab den Absicht jetzt, diese Übungen zu vollziehen, dass du in deine Kraft erwachst, dass du in deine Kraft kommst und so deinen Körper, deinen menschlichen Körper, wie noch nie spürst. Du, Energie, nimm Besitz jetzt von deinem menschlichen Körper. Hab den Absicht jetzt voll ihn zu spüren, wie noch nie zuvor in dein Leben. Und wie gesagt, am Anfang übe das, ich würde sagen mindestens 30 Minuten jeden Tag, dass du diese Energie spürst und diese Energie, was du bist, jetzt der Körper in Besitz nimmst, dass du dich voll spürst in den Zehen, voll spürst in den Armen, voll spürst in den Herzen, überall in den Körper und voll mit dieser Kraft, mit dieser Energie, mit dieser Liebe entfachst in jede Zelle deines Körpers ab. Tief in dir diese Absicht, ab jetzt, ab heute, in diese Kraft zu sein, in diese Kraft zu leben. Du machst es nur für dich, für dein Leben, für deine absolute Freiheit. Hab tief in dir diese Absicht. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für deine Kraft, für deine Liebe. Und wie gesagt, verinnerliche diese Prozesse, was in dir sind. Mach alles bewusst, mit einem bestimmten Bewusstsein. Und nutze jetzt zum Beispiel die Macht der Silent Supplements, damit du diese Werkzeuge der neuen Zeit für dich nutzt und dich neu programmierst und so dein Gehirn noch mehr auf Erfolg. Entweder machst du es alleine, wie gesagt, du kannst dir die Software selber kaufen und du machst deine Silent Supplements alleine oder du kannst es von uns was haben, so wie es für dich stimmig ist. Spüre die immer die Wahrheit und lebe ab jetzt ein stimmiges Leben. Denn wenn du dieses stimmiges Leben lebst, in Einklang bist mit dem Universum, mit der Natur, mit deinem Körper, ja, dann passieren jeden Tag Wunder. Deswegen habe ich dir gesagt, lebe heute. Denn es gibt nur das heute. Ja. Vollziehe jetzt die Schritte und mache bitte erst weiter, wenn das in dir jetzt integriert ist, weil sonst wird es dir nicht so viel bringen oder sehr wenig. Ich bedanke mich und bis zur nächsten Lektion. Ciao.